angetrieben wird die Uhr von einem Uhr wiegt ohne Band 121 Gramm und mit diesem Band in voller Länge. Wem diese Art von Schließen nicht gefällt, dem bietet Mark & Sons eine Alternative an. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute wieder reingeklickt hast. Heute habe ich eine ganz besondere Uhr für dich. Und zwar eine Uhr von Mark & Sons. Und zwar habe ich hier eine Chrono mit blauem Blatt und schwarzen Totalisatoren, die mir Marco Heimrich zugeschickt hat, damit ich sie zeigen kann. Und ganz ehrlich, so unter uns, wenn ich dieses Jahr nicht schon so wahnsinnig viele Uhren gekauft hätte und sich bei mir beruflich etwas verändern wird nächstes Jahr, die hier, die würde ganz oben auf meiner Wunschliste stehen. Ich finde die... Naja, aber da kommen wir ja im Video noch zu. Es ist echt ein Sahnestück. Schauen wir uns die Uhr doch einmal genau an. Dafür gehe ich auf meine Kamera mit den Uhren, ziehe mir kurz die Handschuhe an und dann schauen wir uns diese wunderbare Uhr an. Hier haben wir das gute Stück. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hat Mark & Sons wirklich ein echtes Sahnestück rausgehauen, was mich betrifft. Bevor ich auf alles eingehe, was mich so fasziniert und was mir nicht so gut gefällt, habe ich ehrlich gesagt kaum etwas gefunden. Ein, zwei Sachen hätte ich vielleicht anders gemacht, aber da kommen wir im Laufe des Videos noch drauf zu sprechen. Zunächst einmal schauen wir uns doch die ganz nackten Zahlen, Daten und Fakten an. Wir haben hier einen Tauchchronographen im Bicompax Layout mit einer drehenden und mit 120 Klicks rastenden Keramiklünette mit matter Keramik, was ich sehr apart finde, weil es in einem wunderschönen Gegensatz zu den glänzenden Lichtreflexen auf dem Blatt steht. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm. Sie ist bis 30 ATM entsprechend 300 Meter wasserdicht. Das Saphirglas ist innen und außen entspiegelt. Die Uhr ist mit Leuchtmasse belegt, die Super Lumi Nova BGW9. Angetrieben wird die Uhr von einem Sellita SW510 mit ca. 60 Stunden Gangreserve. Der Bandanstoß an der Uhr beträgt 22 mm. Das Band verjüngt sich auf 20 mm. Lug-to-Lug, also die Auflagefläche auf dem Arm, beträgt 50 mm, wobei, wenn man ganz genau hinschaut, das Bandglied noch ungefähr 1 mm raussteht. Also es ist etwas mehr als 50 mm. Die Uhr hat eine respektable Höhe von 16 mm. Und das merkt man, sobald man sie auspackt, es ist ein Brocken. Nicht nur was die 43 mm und die Bauhöhe betrifft, sondern auch das Gewicht. Die Uhr wiegt ohne Band 121 Gramm und mit diesem Band in voller Länge 225 Gramm. Das ist richtig viel, aber wenn man sich das Band einmal anschaut, dann sieht man auch, wo das Gewicht herkommt.
Es ist ein richtig dickes, fettes Band. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Es ist wirklich richtig massiv, verschraubte Glieder. Und normalerweise kommt ja bei mir das Band etwas später im Video. Hier packe ich es ganz an den Anfang, weil es dazu etwas mehr zu sagen gibt. Wir haben hier an der Uhr verbaut eine Doppelfalt- oder Schmetterlingsschließe. Die kommt typischerweise ohne separate Feinvorstellung daher. Dafür mit zwei kleineren Gliedern hier und hier, um das Band einigermaßen an den Arm anpassen zu können. Dafür ist das Band so gehalten, dass man auf der Außensite, auf der Außenseite natürlich, von der Schließe so gut wie überhaupt nichts sieht. Sie verbirgt sich unter dem Teil mit dem Logo, denn man kann das hier ganz schön sehen. Das Logo überlappt und geht dann auf das andere Glied drauf, sodass das wirklich wie aus einem Guss aussieht. Wem diese Art von Schließen nicht gefällt, dem bietet Mark & Sons eine Alternative an. Und zwar gibt es auch die bekannte Schließe mit der Ratchet Clasp, die, wie einige von euch wissen, nicht so wirklich meins ist, weil ich den Überhang mit dem Teil nicht mag, sodass man hier wie so eine kleine Badewanne hat, wo sich Dreck drin sammelt, wo man hängen bleiben kann. Ich mag das nicht ganz so gerne, aber man kann diese Schließe wählen anstatt der Doppeltfaltschließe wie hier, sodass man bei der Uhr sich entscheiden kann, mit welcher Schließenvariante man die Uhr tragen möchte. Die klassische Faltschließe kommt mit separaten Endgliedern her, damit die auch genau angepasst werden können, sodass man nicht eine Vernietung an der Uhr aufmachen muss, sondern man kann ganz normal am letzten Glied die Uhr entsprechend tauschen. Diese Faltschließe ist aus massivem Stahl gemacht, nichts Gebogenes, kein Blech. Auch die Schließe selber ist massiv. Sie baut auch nicht ganz so hoch auf. Wie gesagt, objektiv kann man an der Schließe, denke ich, überhaupt nichts aussetzen. Mein persönlicher Geschmack wäre aber bei dieser Uhr tatsächlich die Schmetterlings- oder Doppelfaltschließe, weil sie mir zum einen optisch besser gefällt und auch, weil sie insgesamt deutlich flacher am Arm anliegt. Alternativ dazu kann man auch das Kautschukband wählen. Auch das versuche ich mal mit Handschuhen aus der Tüte rauszunehmen. Jawohl, da sind wir. Das Kautschukband ist schwarz. Es wird als schwarz beschrieben. Ja, es ist auch schwarz. Und hat integrierte Anstöße. Das heißt, die Rundung des Kautschukbandes passt sich genau der Rundung der Uhr an und kann dann entsprechend an die Uhr montiert werden. Durch die matte graue Lünette und die beiden schwarzen Totalisatoren passt das farblich aus meiner Sicht sehr gut und steht der Uhr hervorragend. Wie sich das Band trägt, kann ich nicht sagen. Ich wechsle keine Bänder an Uhren, die mir nicht gehören. Ich bin kein Fachmann und möchte da auch wirklich nur sehr ungern irgendeinen Schadenversuch verursachen. Mir reicht das völlig, wenn ich meine eigenen Uhren schon mal unglücklicherweise zerkratze. Die Uhr
hat aufgesetzte Indizes. Ich guck mal, ob man das sehen kann. Und die Totalisatoren haben dieses Schallplattenmuster mit den konzentrisch verlaufenden Rillen auf den Totalisatoren, sodass sich auf den Totalisatoren noch einmal eine andere Lichtreflexion ergibt als auf dem Ziffernblatt selber. Das Blatt, wie ihr hier sehen könnt, changiert zwischen Königsblau, Dunkelblau, Aubergine bis fast in den schwarzen Bereich rein. Also es ist kein helles, kein aufdringliches Blau, sondern ein Blau, was auch zu bestimmten Anzügen gut aussehen würde, vorausgesetzt, man ist grundsätzlich bereit, eine so sportliche Uhr zu einem Anzug zu tragen. Der Preis dieser Uhr liegt am Kautschukband bei 1690 Euro und am Stahlband bei 1780 Euro. Ich finde den Preis absolut gerechtfertigt. Wenn ich mir diese Uhr anschaue, und ihr wisst, ich ziehe ungerne Vergleiche zu anderen Marken, insbesondere Marken, die ich auf meinem Kanal nicht vorstelle. Aber als ich diese Uhr gesehen habe, musste ich unwillkürlich an Breitling denken, sowohl vom Gewicht her als auch von der Lebendigkeit des Ziffernblattes, und kann wirklich sagen, diese Uhr gefällt mir in jeder Hinsicht wirklich gut. Der Boden ist, schauen, wie ich das einfangen kann, mit einem Relief, mit einem Hai versehen. Mal schauen. Das ist gar nicht so leicht. Doch, da haben wir es jetzt. Auch das passt aus meiner Sicht. Die Drücker sind verschraubt. Ich schraube sie mal auf, um euch auch den Chrono einmal zeigen zu können. Ein kurzer Druck und der Chrono startet. Erneuter Druck, Stopp. Ihr kennt den Mechanismus und der Zeiger nullt wirklich sehr gut. Ich schau mal, ob ich es schaffe, das Klicken der Lünette einzufangen. Oh, das klingt doch gar nicht so schlecht. Packen wir den Marker wieder auf die 12, 120 Klicks. Klasse. Mir gefällt auch, und das habe ich jetzt erst beim zweiten, dritten, vierten Hinsehen gesehen, die beiden farblichen Akzente, nämlich der rote Stoppsekundenzeiger sowie der rote Schriftzug Professional auf dem Ziffernblatt. Beides gefällt mir gut und erhöht noch einmal in meinen Augen dezent den sportlichen Charakter der Uhr. Was ich auch immer gerne mache und was auch immer wieder gefragt wird von euch, das ist, wie denn die Zeiger gesetzt sind. Das schauen wir uns natürlich an. Übrigens, ihr merkt, mit Handschuhen, Krone bedienen, überhaupt kein Thema. Funktioniert absolut super. Auch der Aufzug ist sehr weich, völlig problemlos. Die Krone verschraubt sich ohne Knarzen, ohne irgendwas. Da ist kein Knirschen, nichts. Also das passt alles absolut gut aus meiner Sicht. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Sekundenzeiger erwischen auf der 60. Das sollte geklappt haben. Und ich habe keine Ahnung, ob wir uns am frühen Morgen oder frühen Abend befinden. Das sehen wir jetzt gleich am Datum.
Das Datum springt nicht, das heißt, wir können hier die Zeiger zurückdrehen. Packen das genau auf die 12 und hervorragend. Keine Beanstandung meinerseits. Wenn ihr etwas seht, was ich nicht sehe, dann sagt das bitte. Aber für mich passt das absolut perfekt. Da würde ich überhaupt nichts und niemals irgendetwas reklamieren, weil es einfach genau so passt, wie es sein soll. So, ihr könnt anhand meiner Hände und des Gehäuses sehen, dass es nicht komplett dunkel ist. Und trotzdem haben wir hier ein richtig starkes Nachtbild mit wirklich gut und hell leuchtenden Zeigern. Was mir auch gefällt, ist, dass auch die Stoppzeiger beleuchtet sind. Ihr seht bei der Stoppsekunde die Spitze beleuchtet. Ich schraube mal kurz noch einmal die Drücker auf und zeige euch das. Und ihr seht auch auf der 3 Uhr die Stoppminute ebenfalls beleuchtet. Und bei der 12 sollte jetzt die Spitze der Stoppsekunde loslaufen. Auf der 9 Uhr seht ihr die Permanentsekunde mitlaufen. Aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, auch nachts gut ablesbar. Die Lünette schön beleuchtet. Klasse gemacht. Keine Kritik von meiner Seite. Was mir ebenfalls sehr gut an der Uhr gefällt, ist die Tatsache, dass die Lünette leicht abfällt und dadurch die Uhr nicht wie eine Thunfischdose hoch aufbaut, sondern in verschiedenen Ebenen Unterschiedliches fürs Auge bietet. Die Lünette, die sich auch zum Gehäuse etwas absetzt, ihr seht das auf der 12 und 6 Uhr Position, hat so ein kleines bisschen was von einer fliegenden Untertasse, einem UFO. Dann kommt der Gehäusekörper und dann der Boden, der ebenfalls ein kleines bisschen konzentrisch ist, zur Mitte zuläuft und sich somit auch ein bisschen im Arm versenken sollte und etwas von der nominellen Bauhöhe schluckt. Ich habe gesagt, ich finde nicht alles an der Uhr absolut fantastisch, auch wenn sie mir als Gesamtpaket außerordentlich gut gefällt. Die Lünette ist super griffig, aber sie ist auch ja nicht scharfkantig, aber eben sind die Aussparungen hier so, dass man eventuell, wenn man langärmelige Hemden hat, gegebenenfalls Abriebspuren am Hemd behält. Ich schaue mal, ob man das hören kann. Ich gehe mal hier oben an das Mikro. Ja, das war also die Geräusche, die der Stoffhandschuh über die Kante der Lünette macht. Das ist der eine Punkt und der andere ist das Gewicht. Ich glaube nicht, dass es mich auf Dauer stören würde, aber natürlich muss man sich erst einmal an das Gewicht gewöhnen, denn mit Stahlband über 200 Gramm, das ist eine Ansage und die muss man wirklich auch erst einmal am Arm verkraften. Apropos am Arm. Ich habe noch nicht gezeigt, wie sie an meinem Arm sitzt. Dafür muss ich meine Heinrich Taucher LX abnehmen, die im Übrigen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, kleiner ist als die Mark & Sons. Lag to lag auf jeden Fall, weil hier fehlen ja die Hörner, aber auch im Durchmesser ist sie kleiner. Erscheint auf den ersten Blick gar nicht so, finde ich. Und jetzt kommt das Schmuckstück an den Arm. Eine wirklich tolle Uhr. Absolut klasse. Und ich denke, sie kommt auf meinen Wunschzettel für 2024.
Das ist wirklich ein ausgesprochen gelungenes Teil. Und das Schönste an der Uhr ist, sie ist auf Anregung der Community entstanden. Marco Heinrich hat mir gesagt, dass einige seiner Kunden gesagt haben, mach diese Uhr doch mal mit schwarzen Totalisatoren, sieht bestimmt klasse aus. Und sie haben recht gehabt. Und so ist diese wunderbare Uhr entstanden. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.